Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute in diesem Video möchte ich euch die All-in-One-Banking-Plattform Ocean Money vorstellen, die voraussichtlich im September 2023 launchen wird. Diese ist vom Team von Project 79 als auch vom Hydro Whales Mining Club. Aktuell ist der Presale im Gange. Dieser geht noch circa 24 Stunden, wenn dieses Video online ist. Anschließend findet der öffentliche Presale dann für alle, die hier einsteigen wollen, statt. Ich möchte euch in diesem Video einen groben Überblick geben, wer dahinter steckt. Ich meine, alle, die meine Project 79 Videos verfolgt haben, sollten wissen, mit welchem Team wir es hier im Hintergrund zu tun haben. Aber ich möchte euch auch mitgeben, was denn hier alles möglich ist auf der Plattform, was der Token für ein Potenzial hat und was dieser letztendlich für Incentives auf der Plattform hat. Wir starten mit einem Blick auf das Team, das immer das Wichtigste für mich ist, wenn ich in neue Projekte investiere bzw. diese vorstelle. Und wie bereits gesagt, hier steckt das Team vom Hydro Whales Mining Club bzw. vom Project 79 dahinter, also Adam und Sam. Und sie haben sich noch ein paar weitere Leute an Bord geholt, die sie hier sozusagen bei diesem großen Projekt unterstützen. Der zweite wichtige Punkt hier für mich, da wir es mit einer Finanzplattform zu tun haben, die mit Krypto als auch mit traditionellen Fiat-Währungen handelt. Wie ist die regulatorische Sicht bzw. welche Lizenzen haben sie bereits eingeholt? Da sich hier die Plattform zum Start auf die Europäische Union, Schweiz und das Vereinigte Königreich konzentriert, wurden hier die dementsprechenden Lizenzen natürlich auch eingeholt, wie wir hier im Hintergrund sehen. Und alles, was notwendig ist, wurde beantragt und ist vorhanden. Um euch dann hier einen groben Überblick zu geben, was denn die Plattform für grundlegende drei Features anbieten wird. Das Ganze wird natürlich in Zukunft noch weiter ausgebaut werden, aber das sind erstmal die drei wesentlichsten Punkte, auf die sie sich konzentrieren. Und zwar wird man zum einen natürlich jegliche Banktransaktion über Ocean Money abwickeln können. Also jeder, der mit Revolut, Stripe, N26 vertraut ist, all diese Funktionen wird auch Ocean Money beinhalten. Es wird unter anderem möglich sein, sich multiple Accounts anzulegen, Transfers durchzuführen, seine Rechnungen damit zu zahlen. Unter anderem wird es auch ein Budgeting-Tool und ein Analyse-Tool geben, so wie man es beispielsweise von verschiedenen Apps gibt, die dann direkt auf Ocean Money integriert sind. Und sie werden auch sowohl eine physische als auch eine virtuelle Debitkarte rausbringen, heißt eine Karte, die man aufladen muss, um dann damit Zahlungen zu tätigen. Das ist aber erst für den Oktober bzw. November diesen Jahres geplant, also es wird nicht direkt zum Start verfügbar sein. Der zweite große Baustein der Plattform sind Krypto-Services, also es wird eine On- und Off-Ramp geben, in der man seine Fiat-Währungen, Euro, US-Dollar, britische Pfund in Kryptos umwandeln kann und dann letztendlich auf der Plattform auch traden kann. Es wird verschiedene Chart-Techniken geben, die man anwenden kann und auch alles sonst, was man von den normalen Exchanges gewohnt ist, wird Ocean Money zur Verfügung stellen. Die Plattform wird auch eine eigene Krypto-Wallet haben und man wird Yield-Farming als auch Staking betreiben können. Dieses dann unter anderem auch mit dem Wave-Token, den wir uns im weiteren Verlauf des Videos noch anschauen. Und die dritte große Sparte, die die Plattform beinhalten wird, ist das Wealth Management, also sozusagen, dass man seine Assets kontrolliert, umschichtet und sie werden auch verschiedene Investmentoptionen zur Verfügung stellen. Also es wird möglich sein, Anteile einer Immobilie zu erwerben, um dann dort letztendlich Rendite zu verdienen. Es wird verschiedene Krypto-ETFs sozusagen geben, in denen Altcoin-Paare bzw. auch Bluechip gepaart mit Altcoin-Paaren gebündelt angeboten werden und dann von der Performance kann man profitieren. Es wird einen Krypto-Hedgefund geben, als auch die Möglichkeit, in einen Bitcoin-Mining-Fund zu investieren. Und man bekommt frühen Zugriff auf ICOs und IPOs, die auf der Plattform bzw. generell stattfinden. Die Roadmap für all diese Funktionen, wann diese an den Start gehen, seht ihr jetzt bereits im Hintergrund. Der Wave-Token ist wie gesagt aktuell im Presale, sollte ab dem 14. Juni dann im Public Presale sein. Die Ocean Money Crypto Services als auch das Wealth Management wird im September 2023 bereits an den Start gehen und das Neo Banking sehen wir hier zum Oktober 2023 und die virtuelle als auch physische Debitkarte wird voraussichtlich im letzten Quartal dieses Jahres launchen. Im Folgenden wollen wir uns dann einmal die Übersicht zum nativen Token, dem Wave Token der Plattform hier in dem Fall anschauen. Es wird insgesamt 2 Milliarden dieser Token geben. Der Token wird auf Ethereum basieren, aber Cross-Chain kompatibel sein, heißt dann in Zukunft auch auf der Binance Smart Chain sein, auf Polygon und auf allen weiteren gängigen Netzwerken. Presale, wie gesagt, bis zum 14. Juli. Presale-Tokenpreis ist aktuell bei 4 Cent verfügbar.
für alle Partner-Communities, also Hydrowells Mining Club kann sowieso einsteigen. Alle, die in Project 79 drin sind, bekommen auch diesen Preis. Und wenn man nicht in einer dieser Communities ist, beziehungsweise dort investiert hat, dann kann man eben zum 14. Juli einsteigen und bekommt den Token dann für 6 Cent. Und das Token Launch Date ist für August 2023 angesetzt. Es wird natürlich auch einen Token Reward Pool geben, in dem man dann weitere Token verdienen kann. Für alle Staker hier in diesem Fall, beziehungsweise wenn man Liquidität zur Verfügung stellt oder wenn man eben wesentliche Aktionen auf der Plattform tätigt, dann bekommt man natürlich auch wieder Token ausgeschüttet. Würde euch hier natürlich wie bei allem empfehlen, schaut selbst über das White Paper drüber, da ich nicht alle Details in dieses Video einbauen kann. Zusätzlich zu all dem wird es natürlich auch ein Buyback-Feature geben. Man wird auch den Token in verschiedenen Liquidity-Pools bzw. auf DeFi- und Lending-Plattformen hinterlegen können, um dann letztendlich wieder Kapital für diesen auszuleihen. Wie bei jeder größeren anderen Plattform wird es auch hier eine Vesting-Periode geben, damit wir keinen Dump nach dem Launch sehen. Das ist, denke ich, völlig normal für solch große Projekte. Wenn man jetzt hier in Presale aktuell noch einsteigt, bekommt man ca. 9% monatlich ausgeschüttet. Also ungefähr bekommt man dann seinen gesamten Tokenbestand bis zum 8. Monat ausgeschüttet. Wenn man in der Public Round einsteigt, dann seht ihr hier, sind das ca. nur 3 Monate bzw. 23%, die monatlich dann verteilt werden. Bevor wir uns jetzt gleich noch anschauen, wie man in den Presale einsteigen kann und was dafür erforderlich ist, wollte ich euch noch zwei Beispiele geben von Plattformen, wie deren nativer Token performt hat. Das erste Beispiel, auf das ich eingehen möchte, ist der KuCoin Token, denn dieser ist 2017 gelauncht zu einem ICO-Preis von 25 Cent. Bedenkt immer, das sind die Launchpreise, also wenn man jetzt im Presale im Wave beispielsweise einsteigt, ist der Token natürlich nochmal wesentlich günstiger. Und wenn wir uns hier die Performance anschauen und mal nur diesen ersten Cycle hier mitnehmen, ungefähr bei den 25% und man hat nicht ganz das Peak verkauft, dann waren das ca. 3000% bzw. 30x. Und wenn wir das mal messen bis zum Bullrun, dann sehen wir, dass das Ganze ca. 100x gemacht hat. Und das zweite Beispiel, das ich hier zeigen möchte, ist der Token der Plattform BitGet. Nutze ich persönlich auch selbst sehr, sehr stark. Und wenn wir schauen, wo der Token hier gestartet ist zum Launch auf der Plattform, dann waren wir ungefähr bei 5 Cent und im Peak waren wir bei 50 Cent und das sind gerade Bärenmarktkonditionen. Also dieser Token hat im Grunde noch keinen richtigen Bullenmarkt gesehen, deswegen denke ich, dass die Upside hier noch viel, viel größer ist, also auch ein 10x. Und ich denke, dass das potenziell auch möglich ist mit dem Wave-Token der Ocean Money Plattform. Natürlich wird das nicht direkt zum Launch passieren, sondern über Zeit. Die Plattform muss natürlich Adaption und User gewinnen, aber da haben wir, denke ich, das richtige Team dafür dahinter, dass das dann auch umsetzen kann. Und jetzt zum Abschluss des Videos wollte ich noch kurz auf den Presale eingehen. Das hier ist nämlich im Grunde die gesamte Homepage, die wir aktuell verfügbar haben. Wie gesagt, ihr findet alle Informationen auf dem White Paper. Hierzu muss man sich einmal KYC verifizieren, um dann letztendlich einzusteigen, also seine Wallet-Adresse und seine Daten hinterlegen. Und dann geht ihr hier auf Presale Live. Der Presale ist sowohl auf der Ethereum als auch auf der Binance Smart Chain und auf Polygon verfügbar. Hier kann man sich mit Stablecoins einkaufen, wie ihr jetzt hier oben bei mir seht. Ich habe den KYC bestanden, meine E-Mail-Adresse ist hier hinterlegt und habe auch schon investiert. Ich habe für 1000 US-Dollar Wave-Token gekauft. Um euch das nur kurz zu demonstrieren, man geht hier oben auf Sign In, wird dann weitergeleitet auf die Seite von HyperID, muss sich dann hier einen Account erstellen oder kann das Ganze auch mit Discord oder Google machen, dann den KYC machen, dafür muss man nur die Vorderseite, die Rückseite des Ausweises hinterlegen und dann kurz ein Foto bzw. die Kamera anmachen, um sich selbst zu filmen, aber ohne Gespräch mit einer anderen Person. Und anschließend, wenn das Ganze erledigt ist, dann kann man eben auf die Presale-Seite springen, muss dann hier seine Stablecoins einmal approven und kann sich dann die Wave-Token dementsprechend kaufen. Es gibt natürlich verschiedene Incentives, je nachdem, wie viele Wave-Token man hält. Ich habe jetzt für diese 1000 US-Dollar 25.000 Wave-Token erhalten, würde mich dementsprechend hier einkategorisieren bei Pioneer und hier die dementsprechenden Fees als auch Ermäßigungen auf der Plattform bekommen. Diese 250.000 US-Dollar für die höchste Stufe für Elite ist dann dementsprechend für 10.000 US-Dollar verfügbar und das Mindestinvestment, wie wir jetzt hier gerade gesehen haben, liegt bei 100 US-Dollar. Ich hoffe, das hat jetzt eine erste grobe, gute Übersicht gegeben
was denn ihr Ziel mit dieser Plattform ist, dass sie sozusagen alles unter einen Hut kriegen wollen, sämtliche finanzielle Vorgänge bzw. sein gesamtes Portfolio auf einer Plattform zu managen. Wenn ihr nichts in Zukunft zu Ocean Money verpassen wollt, lasst meinem Kanal gerne ein Abo da, macht die Glocke an. Ich bringe nämlich Videos zu solchen Themen auf täglicher Basis. Wenn euch das heutige gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.